Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. So, ja, das sind wir wieder zurück. Oh, hallo? Spiel? Nein, ihr habt gerade. Hallo? So, jetzt. Da sind wir wieder zurück beim Spiel Subnautica. Status okay. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, okay. Na gut. Wenn es okay ist, dann ist es okay. Okay. Wir haben hier einen Scanner. Feuerlöscher. Reparaturwerkzeug benötigen. Benötigt. Und wir müssen ein Reparaturwerkzeug machen. Das ist nämlich da. Werkzeug und Reparaturwerkzeug. Da brauchen wir Silikon. Höhlen, Schwefel und Titan. Haben wir alles nicht, deshalb werden wir jetzt einmal kurz ins Wasser gehen und wieder mal runtertauchen. Hallo, 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 ich bin ein Freund. Hallo, hallo. Na, wie geht's? Hallo, 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 hallo. Ah, nein, okay, gut. Kann man den ja nicht fangen? Oh Gott, das ist schon so lange her, dass ich Subnautica gespielt habe. Das ist echt... Doch, man konnte den mal fangen früher, oder? War es nicht vorher so, dass man die fangen konnte? Naja, Gott. Huch. Egal. Oder konnte man die fangen? Nein, konnte man echt nicht? Okay, komisch. Naja, gut. Also. Holen wir mal Luft. Was ist das? Ist das eine Badewanne? Riesen. Riesendings. Wo ich natürlich durchtauchen muss. Steht hier manchmal eh. Achso, steht nicht eh nur der Name. Okay. Bin noch ein bisschen verwirrt mit der Steuerung. Keiner. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Was? Oh Gott, was ist das? Ja, Alter. Alter, was ist das? Ist es weg? Ah Gott. Was war das? Oh Gott. Was war das? Das war ein... Okay, der ist neu, den kannte ich nicht. Was war das? Gott, erschreckt er mich. Na gut, wenn ich weiß, dass solche Kreaturen sind. Mich gerade ernsthaft erschreckt. Ich habe nicht mit denen gerechnet, dass es diese Viecher hier noch, dass es hier solche Tiere gibt. Mit Metallschrott in dem Inventar voll. Hä? Schwimmen wir mal wieder zurück. Da ist sogar mit Schatten. Cool. Hallo? So. So, was haben wir denn jetzt hier? Was können wir damit machen? Grundmaterialien, Glas, Titan. Ich schwimme mal Titan her. Titan können wir immer gebrauchen, glaube ich. So, damit können wir Ressourcen, Ausrüstung schon mal herstellen. Geräte können wir auch herstellen. Wasserdichter Behälter, die brauchen wir nicht wirklich. Eine Leitung können wir herstellen. Nicht mehr. Werkzeuge kann ich nur immer nicht herstellen. Okay, dann werde ich mal. Oh Gott. Pilz, was macht denn der überhaupt? Violetter Pilz, okay. Habe ich nicht hier irgendwo einen Frachtbehälter? Genau. Habe ich zwar leicht Fackel, aber ich will mal. Machen wir mal Behälter wechseln. Alles mal noch rübergeben. So, diese Sachen sind immer mit und ein Medikit natürlich auch. Für Notfälle will ich mein Medikit da. Genau, und das habe ich. Flüssigkeitsaufnahme, achso, ja. Ja, Vital Signs Stabilizing. Schluck, schluck. Metallschrott besteht hauptsächlich aus Titan. Okay, Energiezelle. Dann gehen wir mal wieder runter. Blub, blub, blub.
So, und tauchen wir wieder weiter ab. Vielleicht finden wir noch was und werden nicht nochmal erschreckt. Alter, echt überraschend. Na gut, mit denen rechnet man ja nicht. Dass auf einmal so ein komisches Dingsviech ist. Noch echt viel Leben gezogen hat. Was ist das? Fragment. F-Scan. Alles okay? Gut. Wegleiter fragt man. Warte, das braucht man doch, oder? Also damit kann ich dann doch dieses Seekleiter herstellen. Schon cool, da muss man jetzt auch mal forschen. Damit kriege ich auch neue Rezepte, verstehe schon. Oh Gott. Der Knallbäuer. Alles gut, Luft anhalten. Ich kann das im Labortisch herstellen. Oh Gott. Heute ist überhaupt schon. Mobile Fahrzeugstation, Seekleiter. Da brauche ich noch was anderes dafür. Bohrtisch. Die Tank kann ich sogar herstellen. Oh. Ja, tauchen wir mal wieder weiter runter. Vielleicht finden wir ja hier. Waren das nicht immer diese... Genau, die waren das, die man einsammeln konnte. Und die, haben die nicht Luft gebracht irgendwie früher oder so? War das nicht so? Luft gebracht haben? Oder auch vor allem dieses Gras. Ich weiß, glaube ich, da waren doch mal bei diesen Gewässern waren einmal dieser komische... Hey, nein, wie heißt der? Ah, die kann ich fangen. Weiß ich doch. Hallo, hallo, hallo. New creature discovered. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Oxygen. Was bringt dich der? Oder? Was kann ich mit dem machen? Einpacken. Okay, jetzt habe ich ihn eingepackt. Was kann ich damit irgendwas machen? Es... Hm? Was hat er mir jetzt gebracht? Ich hab Luft. Okay. Taschenlampe kann ich noch nicht machen, aber... Ich habe hier ein Gravitationsfragment. Okay. 50%. Oh Gott, ich finde immer so Einzelteile, aber nicht das, was ich eigentlich dann... Okay. Nein, ich wollte nichts machen. Nein. Mist. Ja. Finde ich sicher noch. Boomerang. Okay. Kann der? Hallo Blasenfisch. Boomerang, was kann der? Nahrung plus 8, H2O minus 3. Okay, den kann man auf jeden Fall essen. Oh Gott. Ein Klubscher? Nahrung plus... Ah, okay, das ist sehr gut. Und Luft brauche ich wieder. So, jetzt habe ich mehr Luft. Okay, es hat sich einiges verändert, obwohl die Fische, die sind immer, kommen mir noch bekannt vor. Also die Haar gab es schon mal früher auch. Also die kenne ich. Da haben wir noch Quarz. Salzablagerung. Okay. Mich schaut. Oh Gott. Und einfach mal gleich alles mit. So packt er sich einfach nur kurz so nebenbei in die Tasche. Kein Problem. Wiegt ja nichts. Man darf nicht so realistisch denken bei solchen Spielen. Was kann...
Irgendwie habe ich Angst. Oh, Hirn. Hirnkoralle, was kann die? Hallo? Kann die was? Macht hier Blasen. Macht ihr Blubberblasen? Ja! Damit kann ich meine Dauer auffüllen. Ja, cool. Aber ich habe kein Wasser mehr. Das ist nicht gut. Wie macht man Wasser? Habe ich das schon gelernt? Dass ich hier Wasser machen kann. Genau. Gefiltert das Wasser und Blasenfisch. Habe ich. Nein, habe ich nicht. Okay. Blasenfische brauche ich. Blasenfische. Fische, Fische, Fisch. Blasenfische. Hallo. Aha. Reif. Was? Reiffisch. H2O minus 1. Nahrung plus 4. Naja. Auch nicht gerade die beste Nahrung. Mit einem Blasenfisch. Was? Ich brauche Wasser. Nein, Blasenfisch. Ja, eh. Mann. Ich komme schon durcheinander, wegen den ganzen Fischen hier. Ist das nicht ein Blasenfisch? Reiffisch, nein. Blasenfisch sind diese komischen Dinger da. Ein Klubscher, okay. Okay. Ich brauche Wasser. Ich habe noch was drinnen. Weiß ich. Ich weiß, dass ich hier noch irgendwie hier was drinnen habe. Nahrung, gekochte Nahrung. Signalboje, Werkzeuge, Auftriebskörper. Blasenfisch brauche ich da auch noch. Wasser kann ich nicht machen, aber ich habe hier noch Wasser drinnen. Ja, das weiß ich. Bitteschön. Naja, immerhin etwas. So, dann machen wir mal kurz nochmal Titan. Glas. Brauche ich Glas? Nein. Glas brauche ich, glaube ich, dafür nicht. Nee, noch immer Höhlenschwebel. Aber Taschenlampe, das ist schon mal was Besseres. Glas und Batterie. Ich nehme jetzt die Fühler auch. Ein Klubscher. Mach mal einen gekopften. Gekochten Klubscher. Klubscher. Aha. Ah. Okay. Ich brauch Platz. Bitte. Oh. Dankeschön. Gab es da nicht mal früher noch mehr Öffnungen, also so solche Staubbehälter, irgendwie sowas? Gott, meine ich diese Geräusche. Schreckst mich damit. So. Na, okay, kann man nicht, deshalb muss ich ein bisschen aussortieren und meine ganzen Säurenpilzen. Kann ich mit den Säurenpilzen nichts was herstellen? Vielleicht Batterien? Würde ich ja mal jetzt logisch sagen. Säurepilz, doch, aber ich brauche Kupfer dazu. Okay, aber ich habe momentan ein bisschen viele von denen, deshalb muss ich die mal kurz fallen lassen. Auch der Klubscher. Okay, gut. Dann haben wir nochmal hier. So, dann pack ich mal gar nichts. Ja, packe ich mal gar nichts dran. Und zwar produziere ich kurz aus den Metallschrott. Mal das, weil ich glaube, mehr kann ich nicht draus machen. Also das ist jetzt Titan. Okay. Titanbarren. Titanbarren. So. Kann ich jetzt herstellen? Brauche ich die? Merkt man das Rezept. Titan. Nicht Titanbarren. Okay. Titan, okay. Und das andere Sachen, aber ich glaube, da brauche ich noch viel Silikongummi. Kann ich das herstellen? Silikon. Aus einer Schlingpflanze. Oh Gott. Ups. Da ist viel zu dunkel draußen. Flüssigkeitsaufnahme. Das ist jetzt blöd. Schlechtes Timing. Ich habe
Nichts? Taschenlampe. Naja, ich hab nichts. Doch, das bringt mir zwei H2O, H2O, ja passt eh, Mann. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Es ist dunkel. Hallo, hallo Fische, Fische, hallo, 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 dürft ihr? Hallo, ich hab... Gott, der ist riesig, dieser... Ich will nicht wissen, was in der Nacht alles so für Tiere draußen sind. Ich schau mir das kurz an. Gott, warum sind das so groß? Hat das nicht irgendwas immer zu bedeuten? Und sollte das Schiff nicht explodieren? Also, so wie ich mich erinnern kann. Aber ich glaube, das wird noch alles passieren. Das werden wir aber dann, wenn dann in der nächsten Folge vielleicht sehen. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Zu den und zu den, 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 den. Okay, ich schaue auf beide. So. Oder gleich zum Morgen. Nein, ich schaue so. Schaut cool aus. Dann sage ich jetzt, da... Wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Kann man ja nicht, kann man ja nicht. Irgendwie... Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Feedback. Gut. Oh. Ja, ich habe ein Feedback gesendet. Cool. Aha. Okay. Dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja. Dann schauen wir mal, was... Bewegt sich die Kugel? Die Kugel bewegt sich. Ich hoffe mal, das ist jetzt nur so ein grafischer Bug. Nicht, dass die gleich gegen das Schiff knallen. Oder bewege ich mich? Ja. Wollen wir es sehen? Gut, das ist nur ein grafischer Bug. Okay, dann danke schön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.